auch das legendäre Mantra eines früheren Angreifers. Der Niederländer Meier, kreativ mit der deutschen Sprache. Ja, Simon Rolfes, der Sportdirektor und Ehrenspielführer, der weiß, wie es sich anfühlt, als Spieler mit Bayer Leverkusen auf Platz 2 zu landen. Hallo nach Leverkusen. Ja, hallo ins Studio. Natürlich wird vor diesem Duell mit den Bayern in allen Medien wieder der Fluch von Vizekusen hervorgekramt. Spielt das überhaupt im aktuellen Team noch irgendeine Rolle? Es war ja im Gegensatz zu Ihnen keiner dabei vor 10 Jahren. Nein, das spielt keine Rolle. Zum einen ist natürlich auch sehr früh in der Saison. Wir haben jetzt erst den 8. Spieltag. Von daher macht es noch nicht Sinn, über Platzierung oder Endplatzierung zu sprechen, sondern den Fokus, wir haben ja eine sehr, sehr junge Mannschaft, den Fokus auf eine Entwicklung zu legen. Und ich glaube, die ist ganz gut angelaufen in der Saison. Und jetzt steht natürlich auch mit den Bayern eine sehr starke Mannschaft auf dem Platz am Sonntag hier in der Bayer Arena. Und da werden wir versuchen, auch als Mannschaft zu wachsen, jeder Einzelne zu wachsen und alles rauszuhauen. Ja, Sie sagen es, das Team ist noch sehr jung, das Team ist der Star in Leverkusen. Vielleicht können wir doch mal den Jungstar kurz separat betrachten. Florian Wirtz, gerade mal volljährig. Sie haben ihn ja nebenbei schon als 13-Jährigen beobachtet. Wird der auch gegen die großen Bayern ganz cool bleiben? Ja, weil er immer wieder Nervenstärke gezeigt hat. Aber was ihn angetrieben hat in seiner Karriere, jungen Karriere, aber auch in der Jugend schon, dass er immer alles gegeben hat. Egal wie das Wetter war, wie die Mitspieler waren, welcher Platz. Und so habe ich ihn in den letzten Jahren immer erlebt. Und deswegen, es wird ja immer Phasen geben, wo es besser läuft, nicht so gut läuft. Aber er ist immer bereit, alles für sein Team zu geben. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, um wirklich erfolgreich zu sein. Und dann natürlich im Idealfall auch mit einer Top-Leistung am Sonntag. Ja, die Verpflichtung von Trainer Gerardo Seoane erweist sich ja schon nach 10 Pflichtspielen als Glücksgriff mit nur einer spektakulären Niederlage gegen Dortmund. Was hat er, was manch anderer Fußballlehrer nicht hat? Ja, er hat natürlich Fachwissen über den Fußball, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, aber er schafft es auch sehr gut, wirklich ein Leader der Mannschaft zu sein, eine gute Ansprache zu haben, individuell, aber auch in der Mannschaft, spricht natürlich 6 Sprachen fließend, wir haben eine sehr internationale Mannschaft. Da ist Kommunikation wichtig. Die Jungs sind noch jung, was ich vorhin schon erwähnt habe. Die müssen sich entwickeln. Man muss ihnen Hinweise geben, Training nachbesprechen. Was können sie besser machen? Und da hilft es natürlich enorm, wenn du wie er solche kommunikativen Fähigkeiten hast. Mhm. Ganz kurz noch, Simon, kann man sagen, dass jetzt in Leverkusen so ein rheinisches Mir-San-Mir-Gefühl entstanden ist? Der Torjubel von Patrick Schick in Bielefeld legt ja den Verdacht nahe. Ja, wir sind auf jeden Fall selbstbewusst. Das ist keine Frage, weil wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben, dass wir einen guten Spirit in der Mannschaft haben. Und so werden wir die Saison auch angehen und so werden wir auch das Spiel am Sonntag angehen. Auch wenn wir wissen, dass es erst der 8. Spieltag ist. Aber wir sind selbstbewusst genug, um unsere Ziele in diesem Jahr auch zu erreichen. Simon Rolfes, vielen Dank nach Leverkusen. Alles Gute natürlich Ihnen und den Bayern für Sonntag. Was die Verfolger von Bayern und Bayer so hinkriegen, das sehen Sie morgen um 23.05 Uhr im aktuellen Sportstudio. Trainer Steffen Baumgart wird als Gast erklären, wie er den ersten FC Köln in Schwung gebracht hat.